Das ist mein neuer Interviewband. Ich selber bin der Timo Frasch, FAZ-Redakteur. Und ich habe heute einen ganz besonderen Interviewpartner, den ich noch nie hatte. Mich selbst. Hallo, Herr Frasch. Grüße Sie, freut mich. Ich habe jetzt gesehen, Ihr Buch trägt den Untertitel Männergespräche. Es ist offensichtlich auch so, dass ausschließlich Männer als Interviewpartner herhalten müssen. Ist das in diesen Zeiten nicht ein bisschen anachronistisch? Ganz banale Erklärung, ich habe noch nicht genug Interviews mit Frauen gemacht. Das wird dann meine Aufgabe in den nächsten 2 Jahren. Insofern haben wir dann gesagt, komm, dann machen wir jetzt erstmal ein reines Männerbuch. Und die Frauen, die kommen dann demnächst dran. Das ist ein Interviewband. Was ist denn aus Ihrer Sicht das Besondere an der journalistischen Form Interview? Ich mag Interviews deswegen, weil sie eine sehr unmittelbare Form sind, die für Dramaturgie und Dramatik Raum bieten. Im besten Fall sind sie so eine Art Theaterstück für 2 Personen. Ein Interviewerlebnis, das Ihnen jetzt so spontan ins Gedächtnis kommt. Ich sage jetzt mal so, bei diesen Herren zuhauf. Ich erinnere mich zum Beispiel an das Interview mit dem formvollendeten Fritz J. Radatz, in dem es auch noch über Stil ging und wo ich dann sehe, was macht denn der mit seinem Zeigefinger? Er leckt ihn ab, weil er sich seinen Tee drüber geschüttet hatte. Thema Autorisierung, was halten Sie davon? Die Interviews sind alle autorisiert, was bedeutet, dass sie sich mal mehr, mal weniger vom tatsächlich geführten Gespräch unterscheiden. Ich erinnere mich zum Beispiel an das Interview mit Harald Schmidt, mit dem habe ich sogar 2 in diesem Buch. Der hat in diesen 2 Interviews nur einen einzigen Buchstaben verändert, nämlich aus einem S in aus ein F in auf gemacht. Ich muss mal gucken, dass ich es finde. Der Satz heißt: Wie auch zu hören war, hat der frühere Bundeskanzler Schröder noch im Landeanflug auf Tokio Rotwein entkorken lassen. Mit wem Ihre Interviewpartner würden Sie am liebsten tauschen? Also da meines Wissens 3 der Interviewpartner schon tot sind, wäre ich naturgemäß ungern einer von denen. Interessanterweise habe ich diese Frage eigentlich so auch dem Campino gestellt, der sagte, man muss nicht Campino sein, um ein gutes Leben zu haben. Das glaube ich. Ich glaube trotzdem, soweit ich ihn kenne, dass er kein schlechtes hat. Unterm Strich würde ich aber dann doch ganz gern ich selber bleiben, weil ich nicht so gerne die Katze im Sack kaufen würde. Herr Frasch, dann danke ich ganz herzlich fürs Gespräch. Ja, ich danke Ihnen.